Du hast komplett durchgeschlafen und bist total ausgeruht. So, der Drache hat wahrscheinlich dann jetzt irgendwo rechts direkt was weggefressen. Nein, er ist gar nicht da. Ja, hervorragend, und das sind Dinge fertig. So, wir haben Kartoffeln, wir haben Tokens, wir haben Tomaten und wir haben Zwiebeln. Und wir haben einen Brief und einen Amboss. So, wir haben ein neues Kartoffelsaatgut. Wo haben wir das denn noch bekommen? Ja, das sieht alles nicht schön aus hier, aber es muss halt alles irgendwo hin. Kupferschlüssel kostet 2 Kupferbarren. Okay. Pickaxe, Axe, Copper Sword, Hoe, Watering Can. Da steht aber nichts davon, dass es irgendwie mehr Felder machen würde. Rüstung gibt's auch. Buschhelm. Leafys Leaf, was ist denn ein Leafy? Sieht unschuldig aus, aber seine Ränder sind gefährlich scharf. Okay, keine Ahnung, wo wir sowas herbekommen. Dann geht's schon mit Iron weiter. Steht hier bei der Gießkanne irgendwas bei? Da steht auch nur ein Use Speed bei. Und mehr haben wir nicht. Brauchen wir dann für die nächsten Dinge einen neuen Amboss? Kann man den upgraden oder irgendwie sowas? Kupferschlüssel. Ich bin sehr dafür, dass wir uns Kupfer besorgen und die Mine erstmal aufschließen, soweit wie möglich. Mailbox. Emmet hat mir erzählt, dass du ein bisschen Saatgut bei ihm im allgemeinen, im Gemischtwarenladen, ich sag immer allgemein, weil da steht General, im Gemischtwarenladen gekauft hast. Du musst wirklich langsam ganz gut in diesem Farming-Ding werden. Ich bin froh, dass sich endlich jemand dieses alten Farmlandes angenommen hat und es einem Nutzen zuführt. Hast du den Farming-Store schon ausgecheckt? Jo, haben wir. Wir haben jede Menge verschiedene Farming-Werkzeuge und wir haben auch spezielle saisonbedingte. Es ist saisonbedingtes Saatgut jede Saison. Wir sind direkt neben dem allgemeinen Gemischtwarenladen. Mein Gott, ey, irgendwann kriege ich das noch hin. Neben dem Gemischtwarenladen. Wir hoffen, dass wir dich da bald sehen können. Ich war doch schon bei euch, Catherine. Und du schenkst uns Pepper Seeds. 6 Tage und die bringen 240. Das ist ein sehr großzügiges Geschenk. Wir müssen erstmal wässern. Okay, Vorschlag. Wir gehen uns gleich Dinge holen, die wir hier einpflanzen können. Oh, das war der letzte. Bespaßen den Bereich um die Vogelscheuche erstmal, damit Kohle weiter reinkommt. Und dann gehen wir in die Mine. Das wird dann ein relativ unspannender Tag, fürchte ich. Haben wir hier jetzt alles? Ja, hier haben wir alles. Ich fürchte, das wird ein relativ unspannender Tag. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir irgendwie ein bisschen Kohle bekommen. Und wir müssen auch zusehen, dass wir unsere Werkzeuge upgraden. Und ich vermute, um sie abzugraden, müssen wir tiefer in die Mine reinkommen. Beziehungsweise wir brauchen halt mehr Kupfer. Und je tiefer wir kommen, desto mehr Rohstoffe oder desto bessere Rohstoffe gibt es ja. Hat man uns versprochen, als wir das erste Mal in der Mine waren. Deswegen. Komm, Sanddollar kann weg. Saphir, ich habe keine Ahnung wofür. Ich gebe es erstmal weg. Wir haben schon Golderz. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir haben es schon mal. Das kann weg, das kann weg, das kann. Moment, wir haben doch noch das Nakun zu füttern. Das kann weg. Pilz. Ja, kann auch erstmal weg. Saatgut behalten wir. Kartoffeln ist weg. Weedy. Das ist hier das kleine Monster. Das ist überzeugt davon, dass du total toll bist. Oder dass es total toll ist, in deiner Nähe zu bleiben. Ist das ein Mini-Pet oder was? Dann haben wir hier noch das Zeug, was er da gelassen hat. Die Beeren, die sollten wir mal einpflanzen, die Bäume.
Die Zwiebel, die Tomate und den Barren sollten wir tunlichst behalten. Dann kommt da erstmal nur eine Kartoffel rein. Dann hauen wir da noch einen rein und pflanzen da jedes Pfeffer ein. Das ist alles gerade nicht besonders sauber und ordentlich, aber das ist bei mir in der ersten Phase in solchen Spielen meistens so. Und danach wird alles mit dem Lineal ausgemessen, dass das auch bloß alles gerade ist und wunderbar zusammenpasst. Wo setzen wir denn die Bäume hin, dass die erstmal wachsen können? Können wir die hier einfach oben irgendwie in die Ecke setzen, dann ist Ruhe. Boah, wir müssen hier noch so viel aufräumen, das ist aber... nicht schön. Da direkt nebeneinander, dann haben die auch keine Platzangst. Können wir dich wegfüttern und den Eingang... Nein, wir brauchen 10 Äpfel. Okay, den Eingang können wir noch nicht auffüttern. Wir brauchen mehr Äpfel. Okay. Wir gehen zum Farming-Laden und gucken, ob wir da irgendwie was Schönes finden, was wir einkaufen können, beziehungsweise einpflanzen können. Damit das Geld nur ein bisschen hoch geht. Und ich muss mal gerade was trinken. So, dann zeig mir mal, was du hast. Geht die Zeit eigentlich weiter, wenn wir im Verkaufsfenster sind? Wir haben 12 Uhr, als wir reingegangen sind. Amaranth Seeds. 25 für 60. 150 für 100. 80 für 60? 180 für 160? Das ist ja Blödsinn. 5 für 100? 3 Tage? Ah, okay, die sind gut, wenn man einfach nur Erfahrung farmen möchte, verstehe. Cinnaberries, 220 für 175, das ist auch nicht schlecht. 240 für 175. Okay, das ist besser. 20. Oh, die kommen immer wieder. Die brauchen 12 Tage, aber dann jeden Tag. Kosten aber auch 200. Kiwis kommen auch immer wieder, kosten 250 und bringen 40. Kostet 400, bringt 525. Kostet 300 und bringt 75. Die bringt 20 jeden Tag nach 12 Tagen. Das heißt, wir müssen die 10 Tage lang ernten, damit die sich überhaupt lohnen. Und die wachsen nur im Frühling. Das klingt aber trotzdem eigentlich nach einer guten Idee. Auch wenn die 12 Tage am Anfang erstmal brauchen. Oder erstmal was Kleines, wo wir mehr von holen können. Wir haben 2000. 75. 150 für 100. Wir brauchen 9 Tage. 80 für 60 brauchen 6 Tage. Wir nehmen Kale, glaube ich, mit. Ja, komm. Wir hauen unser ganzes Geld dafür raus und legen uns erstmal klar. Ja, die Zeit läuft weiter, wenn wir im Handelsfenster sind. Wir haben jetzt 2,5 Stunden geshoppt. Na, super. Gibt's was Neues auf dem Bulletin Board? Das kennen wir schon. Das ist Wood Planks. Das wollen wir später machen. Wir brauchen einen Earth Fertilizer. Haben wir nicht. Den haben wir gerade rausgehauen, den Fertilizer. Und ich weiß noch nicht, wie man den macht. Vielleicht an der Farming Station? Da können wir mal gucken. Wir haben noch einen Skillpunkt. Wir haben zwei. Einmal in Farming. Ja, dann machen wir doch hier einfach die B-Boxen erstmal. Die B-Boxen waren das mit dem Feuerkristall. Dann können wir den ja vielleicht auch demnächst machen. Wir haben noch einen Exploration. Movement Speed und Mana über das... Ja, wir können ja erstmal die 10 sammeln. Dann lass mal Movement Speed nehmen. Dann sind wir wenigstens ein bisschen fixer unterwegs. Wir müssen ja erstmal ein paar Quests machen, um überhaupt an die 10 zu kommen, bevor wir das auf 20 oder 30 erhöhen an der Pinnwand. Ja, das passt schon. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So, 20 haben wir. Können wir irgendwie sehen, wie dein Radius ist? Können wir nicht.
Aber ich glaube, das hier war so die Grenze, ne? Das müssten dann 5 in die Richtung, in alle Richtungen sein. Das heißt, es sind 2 hier, dann können wir hier noch 3 hoch. So ungefähr. Das wird alles nicht schön. Aber solange hier halt auch noch Geraffel auf der Farm steht, kann das auch nicht schön werden. So, dann sind das hier 15. Dann sind das 20. Wenn ich mich jetzt nicht völlig verzählt habe, können wir hier direkt was von dem Fertilizer hier zum Beispiel... Achso, ne, das muss ja später drauf. Von dem Fertilizer draufhauen, dass die schon mal bewässert sind oder dass die vielleicht ein bisschen schneller wachsen. Dann ist der Fertilizer aus dem Inventar raus und sogar einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Der ist schon mal weg. Und dann haben wir hier noch den Feuerfertilizer. So. Haben wir alles gemacht? Wir müssen noch gießen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. So, das ist 4 Uhr. Neues Level im Farming. Okay, dann können wir ja wieder direkt ein bisschen lesen. Erhöht die Chance, dass Pflanzen über Nacht bewässert bleiben. 15%. Magische... ja, magisches Essen quasi. Von dir, wahrscheinlich von mir gekochte Mahlzeiten gewähren zusätzliche 0,5 Maximum Mana. Das finde ich sehr gut. Schaltet den Jam Maker frei, den Marmeladenmacher frei. An der Crafting Table. Der kann benutzt werden, um Marmelade zu machen. Die Erfahrung zu allen... in allen Bereichen gewährt. Reduziert auch die Mana-Kosten, um Marmelade herzustellen. Neue Freunde. Damit kannst du Schafe und Schweine bei Kitty quasi kaufen. Ich bin für den Marmeladenmaker. Erstmal neue Crafting Stations freischalten und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also, ne? Dann gucken wir mal was die Kosten. Wird ja wahrscheinlich wieder am Crafting Table einfach sein. Gucken, was die Kosten. Gucken, ob wir die herstellen können. Wahrscheinlich noch nicht. Es wird wahrscheinlich irgendein Material benötigen, zu dem wir noch gar keinen Zugriff haben. Aber das kriegen wir schon alles hin. Das wird schon alles. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wirklich. Wir sind gerade mal an Tag 6. Basic Furniture wird es nicht sein. Crafting Table. Basic Furniture, Cooking Pot, Baker Station will ich auch alle noch bauen, aber später. Tilemaker, Loom. Davon haben wir schon irgendwas gelesen, ich weiß nur nicht mehr was. Jam Maker, dafür brauchen wir Zucker und Planken. Für Zucker müssen wir wahrscheinlich Zuckerrohr anbauen und dann irgendwo in der Küche verarbeiten. Wenn die Baker Station Zucker braucht, wird die Baker Station wahrscheinlich nicht Zucker herstellen. Dann bauen wir uns mal einen Kochtopf so nebenbei. Vielleicht bringt der ja Zucker. Und den Rest des Tages, würde ich sagen, verbringen wir damit, die Farm weiter aufzuräumen. Es ist 5 Uhr, es lohnt halt wirklich nicht mehr, jetzt noch irgendwas zu tun. Das mit dem Rumgucken im Farming Store hat uns ein bisschen das Genick gebrochen. Die 2,5 Stunden hätten wir wirklich gut für die Mine brauchen können. Wenn wir die jetzt noch hätten, wäre ich vielleicht noch gegangen. Aber gut, da muss man sich wahrscheinlich wirklich einfach so den ganzen Tag für frei nehmen. Also abgesehen von dem notwendigen überall Blumen gießen und so weiter, den ganzen Tag für nehmen, um in der Mine voranzukommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich ein bisschen forcieren möchte, im Sinne von, wir brauchen neue Werkzeuge, weil wir brauchen, kommen wir von der anderen Seite da dran. Wir brauchen sowohl das Erz, um in der Mine voranzukommen, und wir brauchen so auch das Erz, um... Können wir den wieder in die Richtung fallen lassen, bevor das Zeug irgendwie ins Wasser fällt? Ja, es könnte funktionieren. Sowohl für Schlüssel, um in der Mine voranzukommen, als auch für neue Werkzeuge brauchen wir... Oh, ich glaube, der war noch nicht fertig, aber das macht ja nichts. Brauchen wir das Erz aus der Mine. Der sieht fertig aus. Ich glaube, wenn die Blüten X-förmig sind, dann ist er fertig. Und wenn sie plusförmig sind, ist er noch nicht fertig, der Baum. Wenn ich mir das so richtig zusammengereimt habe.
Wir haben ein neues Level in Exploration und es müsste uns Movement Speed bringen, also macht es total Sinn, das sofort zu nehmen. So. Nächster Baum. Jo, ist auch wieder ein großer gewesen, sehr gut. Und nächster Baum. Wir brauchen wirklich neue Werkzeuge, dann würde das hier alles viel schneller gehen. Wir müssen in die Mine. Es führt einfach kein Weg an dieser Mine vorbei. Wir müssen dahin. Ja, aber gucken, wenn morgen wieder ein fieses Grasmonster auftaucht, wird das wieder nichts. Ansonsten ist der Plan für morgen Mine, 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 Mine. Mine. Herr Mine. Bringt halt nichts. So, mit den rostigen Werkzeugen hier. Alternative ist Geld scheffeln, Werkzeuge kaufen. Das geht auch. Und die Mine einfach komplett außen vor lassen. Also so, wie ich das mit dem Angeln mache. Funktioniert bisher ja auch ganz gut ohne Angeln. So, die beiden Bäume da rechts würde ich dann, glaube ich, gerne wieder von der anderen Seite versuchen. Damit die nicht ins Wasser fallen und wir nichts davon haben. Ich weiß nicht mal, ob das realistisch ist, dass die ins Wasser fallen. Keine Ahnung. Ich rede es mir ein. So, aber es gibt auf jeden Fall ganz gute Erfahrung. Wir haben schon wieder, ja, fast 2/3 vom nächsten Exploration Level. Das kriegen wir auch noch voll heute. Da bin ich zuversichtlich. Solange wir jetzt nicht wieder auf Spitzhacke wechseln oder so, sondern bei den Bäumen bleiben, wird das sicherlich gehen. Da sind noch mindestens 3 Äpfel, vielleicht 4. Den einen kann man nicht so richtig sehen, da hinter dem Baum. Logische Konsequenz, wir müssen den Baum fällen. Das wird passieren. Gib mal deine Äpfel. 2 Stück. Kann man den eigentlich auch fällen? Den könnte man fällen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte, weil so ein paar kostenlose Äpfel jedes Mal ist auch nicht schlecht. Und wir müssen das Nakunia noch füttern. Den. Die. Ich weiß es nicht. Das Ding da oben halt. Da ist das Level Exploration. Einfach durch Apfel pflücken. Die Bäume ein bisschen ausdünnen hier oben. Aber wir brauchen, glaube ich, auch Holz, um das Kupfer einzuschmelzen, richtig? Oder war das mit Kohle? Es ist halt die Frage, ob wir aus dem Holz direkt Bretter machen sollten oder Kohle oder weder noch und es erstmal auf Halde liegen lassen sollten, das noch ein Token einzusammeln. Und der nächste Baum. Wir haben auch schon 10.10 Uhr, das ist also gleich vorbei. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mache gleich Aufnahmepause. Aber hier nehmen wir noch 1, 2 Bäume nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir eben wegen des Holzes in den Ofen, ob wir die verheizen sollten, ob wir die zu Brettern machen sollten. Einfach nur, damit wir so ein bisschen Bescheid wissen. Und ich das bis zur nächsten Aufnahme wieder völlig vergessen haben kann. Das funktioniert ja immer sehr gut. So, dann bewegen wir uns doch jetzt um 11 Uhr schon mal Richtung Heimat. Aber gucken... Ach ja, den Kochtopf, den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ofen... Ja, Kupfer schmilzt man nämlich einfach nur mit Holz ein. Den Kochtopf würde ich gerne direkt im Haus aufstellen. Ich finde, das ist realistisch, dass man im Haus kocht. Ist da ein Schädel oben dran? Was ist denn das für ein Kochtopf? Zucker. Ich sehe keinen Zucker. Dann wird man das wohl noch woanders herstellen müssen. Aber man braucht Zucker für diverse Rezepte. Gut, wir müssen ganz schnell schlafen gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen.